Hallo ihr Lieben, heute mal mit einem ganz anderen Video, denn ich möchte mit euch zusammen diese Cupcakes hier backen. Das sind deutsch-amerikanische Cupcakes. Ich habe weniger Zucker verwendet, als in amerikanischen Cupcakes reinkommt, und eine Buttercreme als Topping verwendet. Und das Video ist sicherlich nicht perfekt, aber ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen und auch, dass ihr das vielleicht mal nachbackt. Also ich finde sie auf jeden Fall super lecker. Die Buttercreme kann man vom Geschmack her so weit verändern, wie man möchte. Dafür muss man immer nur jeweils einen anderen Pudding nutzen. Aber das seht ihr ja dann noch in dem weiteren Video. Und die Zutaten schreibe ich euch alle auch nochmal in die Infobox, damit ihr nicht jedes Mal in das Video schauen müsst oder so. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Gucken des Videos. Am besten beginnen wir mit dem Topping, da der Pudding nach der Zubereitung erstmal abkühlen muss. Dazu brauchen wir folgende Zutaten: 500 ml Milch, 100 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter und ein Pudding eurer Wahl, je nachdem, welchen Geschmack die Buttercreme haben soll. Und falls ihr das Topping einfärben möchtet, Lebensmittelfarbe. Der Pudding wird wie auf der Packung beschrieben zubereitet, aber mit 100 Gramm Zucker und mit Milch. Jetzt muss der Pudding erkalten. Nicht in den Kühlschrank stellen, er soll nur auf Zimmertemperatur sein. In der Zeit, wo der Pudding abkühlt, können wir uns um die Cupcakes kümmern. Dafür brauchen wir ein Cupcakeblech, 120 Gramm Mehl, 90 Gramm Zucker, 120 ml Milch, 1/4 Teelöffel Vanilleextrakt oder Vanillinzucker, 1,5 Teelöffel Backpulver, ein Ei, 40 Gramm Butter, Zimmertemperatur, 2 Rührschüsseln, eine Prise Salz, na klar, ein Rührgerät, Cupcake-Förmchen, wenn ihr mögt, auch etwas Deko. Der Ofen wird auf 180 Grad vorgeheizt, bei Ober-Unterhitze, Umluft auf 170 Grad. Das Backpulver in das Mehl einrühren. Jetzt Butter und Zucker cremig rühren, eine Prise Salz hinzufügen und nach und nach das Mehl hinzufügen. Die Hälfte der Milch, 60 ml, unterrühren. Jetzt nehmt ihr euch die andere Schüssel und da kommt das Ei, Vanilleextrakt und die restliche Milch rein. Alles wird ganz schaumig gerührt. Dann wird die klebrige Mehlmischung untergerührt, bis eine glatte Masse entsteht. Die Masse in die Papierförmchen füllen, so dass sie zu 2/3 gefüllt sind, ca. 25 Minuten in den Backofen oder bis sie goldbraun sind. Ihr solltet darauf achten, denn es kann schnell mal passieren, dass sie doch etwas zu dunkel werden. In der Zeit können wir uns wieder um das Topping kümmern. Die Butter cremig rühren und den Pudding löffelweise dazugeben. Beides muss Zimmertemperatur haben, sonst gerinnt die Butter. Dann könnt ihr eure Creme einfärben. Jetzt die Creme in den Kühlschrank stellen, bis die Cupcakes richtig abgekühlt sind.
Wenn alles abgekühlt ist, könnt ihr die Creme mit einer Spritzkanüle oder Spritzbeutel Häubchen draufsetzen oder ihr bestreicht sie. Jetzt noch die Deko drauf und fertig sind die Cupcakes. Wollt ihr mehr Cupcakes machen? Circa 12 Stück, müsst ihr einfach nur die Grammzahlen verdoppeln. Das Video hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß, falls ihr es nachbackt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao!